So, wir kommen jetzt zu einem ganz besonderen Programmpunkt. Wir kommen jetzt zur Verleihung der Goldenen Rose. Ein schönes Teil, ein wertvolles Teil wird nur an ganz, ganz spezielle Menschen oder Institutionen vergeben. Und in diesem Jahr trifft es einen Radiosender und wie ich finde, zu Recht die Nummer 1 in Leipzig, Radio Leipzig. Und wir freuen uns sehr über André und die Morgenmädels. Hier ist André, Christine und Luzi. Jeden Morgen wird Leipzig mit unserem Team aus den Federn geholt und gut in den Tag geschickt. André kennt sich ja aus in Sachen Funken, Mariechentanz und so. Ich habe das schon mal verfolgt, wie du deine Beine entwachsen musstest. Ich habe mit dir gelitten. Bevor es jetzt gleich zur Goldenen Rose geht, gibt es eine Laudatio, mein lieber Rainer. Du weißt ganz genau, warum zu Recht in diesem Jahr Radio Leipzig die Nummer 1 und natürlich auch die Goldene Rose bekommt. Aber es gibt auch schöne Dinge, die es nur in Leipzig gibt. Zum Beispiel, wenn das Leipziger Blümchen blüht. Ja, Frühling und Sommer, die sind zwar noch weit, aber alle hier wissen, in Leipzig ist heute wieder Rosenzeit. Und so eine Rose, das behaupte ich glatt, gibt's zum Rosensonntag nur hier in unserer Stadt. Und auch heute bewegt uns hier ganz eisern. Wer konnte den Weg zur Rose meistern? Wer hat sich in Leipzig besonders bemüht? Und zwar so, dass ihm die goldene Rose blüht. Denn dieses Jahr erblüht eine Rose ganz in Gold für eine Crew, die uns früh aus den Federn holt. Stell dir vor, es ist Montag früh, das Wochenende durchgefeiert und gezecht wie nie. Dein Radiowecker legt los, dir brummt der Schädel und schon hörst du André und seine Morgenmädel. Gleich früh versprüht Radio Leipzig die pure Lebensfreude. Du denkst zuerst, oh Mann, welchen Tag haben wir denn heute? Doch André und die Morgenmädels, die wissen Bescheid, erklären dir den Tag, das Wetter, den Verkehr und die Zeit. Im 10. Jahr sind sie schon dabei und wecken ganz Leipzig auf 91,3. 3:30 an jedem Morgen beginnt für dieses Team der Arbeitstag. Eine Zeit, wo keiner schon gern aus den Federn mag. Die schon da sind und gute Laune verbreiten, uns informieren in schönen und auch schwierigen Zeiten. André und die Morgenmädels sind in Leipzig Tag für Tag und machen sich schon am Morgen für Leipzig stark. Wer früh Radio Leipzig hört, der weiß Bescheid. Hört auch aus dem Rathaus jede neue Dusseligkeit. Umleitung, Polizeikontrolle und so mancher Stau. André und die Morgenmädels berichten gleich früh. Alles ganz genau. Deshalb sagen die Leipziger Narren heute Dank und putzen die goldene Rose blitzeblank. Die goldene Rose 2011 hat Laila jetzt dabei. Für André und die Morgenmädels von 91,3. Die goldene Rose des Förderkomitees Leipziger Karneval geht an das Team von André und die Morgenmädel. Oh, oh, haben wir das verdient? Und die Kollegen da oben, die sehen es. Ach, da oben, ja. So, Dankeschön. So, ich möchte das natürlich ganz standesgemäß machen. Und deshalb haben wir uns ja auch vorbereitet. Das wird sich auch ein wenig reimen. Aber ich verspreche, ich fasse mich kurz. Entschuldigt, ich bin spät dran, weil ich ja ein bisschen auswärts wohne. Und Leipzig, ihr wisst es alle, ist jetzt Umweltzone. Ich habe noch nicht, was ich so gerne hätte. Mir fehlt noch immer die Plakette. Doch will ich mich hier nicht beklagen. Nein, wir möchten Danke sagen. Herr Dr. Junold, vorneweg, erfüllt ganz wunderbar den Zweck. Ich sage es mit Fug und Recht. Dieser Doktortitel, der ist echt. Ja. Und dieser Mann steht für den weltweit schönsten Zoo. Und das stimmt uns besonders froh. Denn auch in unserem Radio ist es manchmal wie im Mini-Zoo. Die Morgenmädels sind wie Ziegen,
wenn sie nicht ihren Willen kriegen. Frauen halt, ja. Der Wetterman ist zwar ein Netter, doch macht er oft ein Schweinewetter. Okay, heute ist es mal ein Segen, ein Wetterchen zum Eierlegen. Da sind wir schon bei unserem Huhn. Christine hat morgens viel zu tun, doch manchmal ist sie ganz schön bockig. Da wird die Milch im Kaffee flockig. Und während ich euch das erzähle, fällt auf, fehlt nur noch das Kamel. Und das bin ich. Ihr werdet lachen, was sie morgens mit mir machen. Mir fehlen zwar die Höcker hier, doch bin ich stets das Arbeitstier. Könnt ihr mal Ohr sagen? Oh. Noch ein bisschen lauter. Oh. Dankeschön. Ach komm, jetzt sei keine Mimose, dafür gibt's die goldene Rose. Herr Junold, für die Mädels eine Lösung, ich jetzt fand, ich schicke sie Ihnen ins Gondwana-Land. denn denkt dran, nach der fünften Jahreszeit, Gondwana-Land wird Wirklichkeit. Ich behalte die Leila mir, ist ja auch ein schmuckes Tier. So, jetzt lasst mich nicht mehr länger eiern, jetzt lasst uns alle nur noch feiern. Doch eines möchte ich mir noch wagen, euch tief von Herzen hier zu sagen. Es weiß der Norden, Süden, Osten, Westen. Wir Leipziger, wir sind die Besten. Dankeschön. Vielen Dank. Und wir bedanken uns und sagen, wie es Närrinnen und Narren einfach machen. Wir sagen danke mit einem dreiverdonnerten Leila! Hello! Leila! Hello! Leila! Hello! So, dass du singen kannst, das wissen wir, aber rein, mein lieber Gesangsverein. Andre und die Morgenmädels von Radio Leipzig! Die Nummer 1 in unserer wunderschönen Stadt. Dankeschön. Gutes Schlafen und viel Spaß morgen früh. 10 vor 5 drehe ich mich das nächste Mal um.